wir, dass ich für das Reitmagazin am Swissaber mitmachen. Eigentlich haben wir auch ja angemeldet für das Swissaber, nicht für den Flow. Also wissen wir jetzt wahrscheinlich einfach noch nicht. Kleine Pläne haben. Kleine Pläne haben. Nein, bei dir weiss ich Verbindung zum Mountainbike-Sport. Du hast das Bike Attack Baumo gefahren, trainierst bei dir mit dem Röni Wildhaber zusammen und hast letztes Jahr da der lustige Sport-Event mit dem Nino Schurter gewonnen im Hallenstadion. Ja, genau. Super Zehnkampf. Genau. Holst du von denen nämlich Tipps oder jetzt im Vorfeld auch für das Swiss Epic? Ja, beim Rennen habe ich schon ein paar Mal diskutiert. So Velotipps, also was für Velos fahren. Und ja, dann hoffentlich kann ich mal noch mit dem gefahren und ein bisschen Technik-Tipps holen. Und ja, das Verbindung nutzen. Gut, so wie ihr jetzt hier runterpölzt, sind brauchen wir nicht mehr so viel. Bei dir kenne ich die Verbindung nicht so gut zum Mountainbike. Du hast vorher schnell gesagt, du fährst gar noch nicht so lange. Ja, also richtig Mountainbike eigentlich noch nicht so lange. Ich fahre schon ein Leben lang Mountainbike. Aber so vor 3-4 Jahren habe ich das erste Mal ein Full bekommen. Dann habe ich gemerkt, aha, Mountainbike ist ja noch viel geiler, als ich gemeint habe. Und seitdem hat es mir mega die Ärmel reingenommen. Jetzt gehe ich sehr gerne und so viel wie möglich. Jetzt sind wir hier zu Flims im Rundentraining gefahren. Vor allem für dich, vielleicht ein bisschen mit den Sprüngen, mit den Steilwandkurven, hat es da Parallelen zum Skicross? Also, dass du wenigstens weißt, wie die Linie fahren sollst. Ja, ich wüsste vielleicht wie, aber es kommt ja meistens anders raus, entweder zu schnell oder zu langsam reingehen. Ja, es hat sicher ein bisschen parallel, auch viel die kleinen Wellen drücken und so, aber das ist natürlich eine andere Bewegung auf der Ski wie auf dem Velo, weil du halt einfach auf Pedalen stehst und Räder unter den Füßen hast. Aber sonst ist also das Gefühl, ist, sag jetzt mal, ist ähnlich. Ja. Ja. Brauchst du das Bike zum Trainieren oder zum Spass haben? Beides. Also beides. Im Frühling zum beides. Trainieren. Ja. Und, dann im Sommer, im Herbst dann weniger zum Trainieren, mehr zum Spass. Aber so in der Kurve von der Technik, wenn du musst ein bisschen das Velo reinlegen, habe ich gehört, oder? Das Aussenbein belasten, habe ich gehört. Das ist wie ein carved Schwung auf einem Snowboard. Du musst auch das Snowboard reinlegen, also Bein reinlegen, der Oberkörper ist weiter aufrecht und so. Also die Physik ist schon gleich im Fall. Das ist noch interessant. Ja, man hat jetzt auch gesehen, dass es ziemlich schnell draussen kam. Also, nee. Glück können wir so gut sein, dass wir dann nachgekommen sind. Eure Saison ist vorbei. Ist das noch immer so ein Ausschnaufen nehmen bei dir? Jetzt so, Faisal vorbei, jetzt kann ich endlich habe ich Zeit, kann vielleicht Ferien machen oder kann trainieren für die Swiss Epic. Ja, trainieren für die Swiss Epic ist auch ein bisschen Respekt. Nein, aber ich habe schon Ferien gemacht, bin ich schon wieder dran am Trainieren für die nächste Saison. Ja, Kondi jeden Morgen im Kraftraum und am Nachmittag, wenn ich noch mag, ein bisschen aufs Bike. Wie war deine Saison gewesen, der Winter? Bist du zufrieden? Oder? Ja, es war insgesamt eine gute Saison gewesen. Im Riesenslalom war es meine beste Saison gewesen. Da bin ich jetzt Weltrangliste auf dem 4. Platz, das ist cool. Und im Slalom hatte ich 1-2 schlechte Resultate gehabt. Und das hat dann grad, ja, im Slalom war es nicht so wahnsinnig gut gewesen. Aber im Großen und Ganzen eigentlich gut. Ja. Bei dir, Alex? Viel Hochs und viel Tiefs die Saison. ja, gesamt ist auch okay. 8. Top 10, am besten Schweizer. Aber ja, einfach zu viel, zu wenig Podestplätze, zu viel Vierte und Fünfte. Ja, X-Games Vierte ist sowieso tragisch und mühsam. Aber ja, da geht schon noch mehr. Jetzt sind ihr beide in Sportarten tätig, wo, wie soll man dem sagen, also ein bisschen im Schatten von einer anderen fast gleichen Sportart sind. Also bei dir es ist jetzt die Alpine. Und bei dir sind es vielleicht mittlerweile Freestyler, die eher im Rampenlicht sind. Bei Biken ist es so ähnlich. Man hat immer noch die Strassengümmel, die überall gezeigt werden. Die kriegen, jedes Rennen wird übertragen und so weiter und so fort und werden durch alle Medien durchgeschaut. Was kann man machen, dass das bei euch anders wird und dass es vielleicht auch der Mountainbikesport besser beleuchtet wird? Ich glaube, du kannst, es sind so gewisse Rahmenbedingungen oder so Sachen, die sich so gefestigt haben in der Gesellschaft, das kannst du vielleicht nicht so direkt schnell ändern. Aber was wichtig ist und was du kannst ändern, ist Persönlichkeit. Oder du bist ja nicht nur, ich bin jetzt nicht nur ein Alpin-Snowboarder, sondern ich bin auch noch der Nevin. Und ich habe noch Hobbys, ich bike gerne und ich bin einfach irgendeine Persönlichkeit. Und wenn du das ein bisschen überbringen kannst, dann wird vielleicht auch der Sport interessanter. Also du musst irgendwie nicht in diesen Schachteln denken, ich bin nur Alpin-Snowboarder und ja, Medienpräsenz ist halt klein und fertig. Sondern du musst ein bisschen weiterdenken und sagen, hey, ich bin ja sonst noch eine Person, keine Ahnung, ein Interesse, vielleicht lustiger oder nicht so. Aber der hat die Tour sicher die Olympiamedaille dann auch etwas gebracht. Also, klar. Dass man dann gerade
viel mehr im Fokus ist wieder. Klar, du hast aber das verdorrt ja wieder. Ja klar, das geht also, wieder. Du behaltest immer, du hast das Resultat. Wieder. Ja, ja, sicher. Aber weißt du, Medieninteresse hört dann ein bisschen auf. Wir sind jetzt, also bei dem Mountainbike ist das ja gerade das Olympia, darum ist das gerade so ein bisschen krass. Es reden eben alle nur von dem Rennen. Und der Fokus geht nur auf das Rennen. Und die ganze Welt, glaube ich, geht so ein bisschen unter. Das ist, glaube ich, generell bei so, sag jetzt mal, Randsportarten. Dass wenn Olympia ist, dann hast du einen Peak. Ein Jahr vorher oder so. Und dann kommt es wieder ein bisschen oben runter. Und dann ist halt dann wichtig, dass du das ein bisschen heben kannst. Eine Olympia ist super für Randsportarten, weil die Leute schauen das alles. Oder sind Olympia-Zuschauer. Ja. Wo sonst nicht schauen würden. Ja. Und merken eigentlich, hey, das ist eigentlich ein geiler Sport. Und wenn natürlich denkst nachher, dass das Momentum ein bisschen brauchen und mitnehmen und dann nützt es viel. Aber ja, du kämpfst halt auch viel mit Sachen, die einfach verankert sind in der Gesellschaft, die einfach lange brauchen bis da. Wobei das Gefühl, ein Mountainbike ist schon mal ein guter Weg. Aber da geht sicher auch in einen Weg rein, wie du vorhin gesagt hast, mit dieser Personifizierung. Man hat den Nina Schurter, man hat den Jolanda Neff. Und an diesen zwei hängen momentan, finde ich, jetzt noch recht viele ab, so im Rennsport. Mhm. Und das sind die, die man wahrnimmt. Und ein Haufen anderen nimmt man vielleicht ein bisschen viel zu wenig wahr. Stimmt, obwohl ja bei den Männern und bei den Frauen haben wir ja in der Top 10 ja noch x andere. Genau. Also Schal ist ja krass gewesen. Was ist da gewesen? 6 in der Top 8 oder so? Ja, 2 Franzosen und sonst, ja. Ja. Swiss Epic. Wie seht ihr das? Also, wir machen den Flow. Ja, gut. Was habt ihr davon gehört? Ja, das ist eine geile Sache, ist Mehrtagsrennen. Das hart ist, habe ich schon viel von vielen gehört. Aber sonst hoffen wir auf gute Singletrails und viel Spass. Die können wir versprechen. Gut. Bei dir, Nevin? Ja, hat mich angeleitet und gesagt, Nevin, machst du mit? Ich dachte, ja. Eigentlich nicht, aber mal. Es ist ja September, gell? Wir sind dann schon auf dem Gletscher, auf dem Schnee. Ja, eben, das habe ich gedacht. Lass ich eine Woche Schneetraining aus für das. Letzte Woche im Trainer angeleitet und gesagt, ich bin dann im September eine Woche auf dem Velo. Ne? Ah, dann wäre eigentlich eine Woche auf der Schiene. Nicht noch frei gehabt. Okay, wir sind ja schon ein paar Jahre dabei, ja. Wir haben schon ein bisschen Schneetage dabei. Wie gehen das in Angriff? Gehen ihr da ambitioniert hin? Ich meine, ihr seid Wettkampftypen. Ich meine, wenn ihr dann stark geht und es geht los, dann gehen wir nicht zum Plausten da, aber nehmen wir jetzt mal an. Von dem habe ich ein bisschen Schiss. Ich sage immer Safety first, oder? Einfach, dass ich es überlebe, dass ich nicht verletzt bin und so. Aber ich muss dann schon ein bisschen schauen, dass ich nicht reinschiesse. Ich habe meistens das Problem, auch am Bike-Attack, wenn ich fahre, für mich gemütlich, schön und kaum habe ich das Nummer vorne montiert. Dann ist einfach, dann gehen die Sprünge auf das Mal fast zu weit und sind bestimmt dann nicht mehr gegangen. Ja gut, das ist ja gesund und finde ich auch dementsprechend erfolgreich. Also, danke vielmals fürs erste Mal.